Hey meine Lieben, ich freue mich, dass ihr auch bei diesem First Look Video dabei seid und wir schauen uns im Preview den Masters of the Universe Origins Mantenna an. Ja, viel Spaß! Ja, meine Lieben, und wir sind auch wieder zurück zu einem wirklich großartigen First-Look-Video. Und als diese Figur announced wurde vor einiger Zeit, da haben alle vor Freude einen Purzelbaum geschlagen, inklusive mir, ich sogar 5 Stück. Es geht um den Masters of the Universe Origins Mantenna der wilden Horde. Und holy moly, was haben wir uns wirklich gefreut, einen Mantenna im Vintage-Style mit 4 Füßen zu bekommen. Und alle haben sich darüber Gedanken gemacht, auch, oh mein Gott, in welcher Verpackung wird er denn kommen? Das wird bestimmt eine Deluxe-Figur. Schauen wir mal. Ich kann euch jetzt schon sagen, nein, er kommt auf Standardkarte und auch die werden wir uns heute angucken und es wird mir ein Fest sein, denn diese Figur ist ein Zeichen, meiner Meinung nach, ein Zeichen, dass Figuren wie Modulok oder Multibot nicht mehr weit sind, denn die Technik steckt jetzt in dieser Figur, die wir uns jetzt ganz, ganz, ganz schnell angucken und dafür gehe ich natürlich wieder hier auf meine linke Seite und wir starten mit der Figur und zwar mit dem Bild, so wie wir ihn gesehen haben, als erstes hier auf die Seite schauend mit der Armbrust auf mich sogar gerichtet. Man könnte es meinen. Und als wir alle dieses Bild gesehen haben, sind wir ganz ehrlich, da waren wir alle aus dem Häuschen, denn so haben wir uns immer den Mantenna gewünscht. Er hatte ja als Vintage-Figur auch 4 Beine, allerdings waren halt immer 2 zusammengebunden. Ne? Und es gibt eigentlich nichts zu sagen. Was ich ganz, ganz witzig finde, ist, dass sie das Maul in der Mitte, was ja ein Maul tatsächlich ist, tatsächlich genauso übernommen haben, wie es bei der Vintage-Figur auch war. Man könnte fast sagen, es ist falsch, aber es ist ja nicht falsch, wenn es so ist, wie es ist. Und das hat für mich immer noch so einen gewissen Charme, ja, genauso wie beim Whiplash, der Nasenzahn, wo jetzt schon wieder sich darüber beschwert wird, ja, wie schlimm das doch sei und so weiter und so fort. Ich finde das großartig und das ist doch genau dieses Retro-Feeling, was immer alle haben wollen. Sind wir mal ganz ehrlich, aber schauen wir uns diese Figur an. Es ist einfach der Wahnsinn. Es ist Wahnsinn. Wir haben 4 Beine, 4 einzeln, jedes für sich bewegliche Beine. Wir haben diesen Oberkörper, wie wir das kennen. Er sieht aus wie ein Vintage-Mantenna bis zur Hüfte und dann haben wir diese 4 Beine. Es ist ein Fest. Es ist genau das, was wir uns immer wünschen. Und ich kann mir jetzt schon vorstellen, was alle Toy-Photographer da draußen alles machen können mit diesem Mantenna, wenn er über irgendwelches Gestein läuft und jedes Bein irgendwo anders ist. Also es ist wirklich ganz, ganz, ganz toll. Und ich muss dazu sagen, ich freue mich tierisch auf diese Figur. Schauen wir uns hier auch nochmal an, in einer anderen Szene. Auch hier die Augen, ich finde, die sind einfach so schön gemacht. Ja, es sieht einfach total schön aus und die Öhrchen und ach, es ist einfach, ich komme aus dem Schwärmen nicht mehr heraus und mir gefallen tatsächlich auch die Hände und wie wir gerade hier an seiner linken Hand sehen, dass die Finger wirklich sehr knorrig mehr oder weniger fast schon geskalpelt sind. Vielleicht sieht es auch hier nur auf dem Bild so aus. Mir gefällt das unglaublich, was ich da sehe und ich bin so gespannt, wie sich diese Figur anfühlt, wenn wir sie denn haben. Von vorne sieht er tatsächlich so aus, auch cool, weil wir natürlich sehen, dass es auch hier wieder 4 getrennte Beine sind. Und jetzt kommt es zu der Frage, wie funktioniert denn sein Action-Feature? Dass er ein Action-Feature hat, das habe ich euch schon im Announcement-Video gezeigt und hier seht ihr nochmal das Bild. Und ich habe damals gesagt, okay,
Man wird auf diesen Kopf oben drauf drücken müssen. So sieht es nämlich hier bei diesem Bild auch aus. Dem ist nicht ganz so, sondern es hat was mit dem Kopf zu tun. Das Wichtige aber, was wir gezeigt bekommen haben beim Announcement, dass die Augen wieder rausgehen. Und das ist natürlich für uns auch wieder ein großartiges Action-Feature. Ich persönlich finde es überhaupt nicht schlimm, dass nicht alle die Action-Features haben, vor allem nicht Fisto, Chitsu, Ninja, ja, dass wir den Hüftschwung nicht haben, finde ich nicht schlimm. Ich fände es schade tatsächlich, wenn wir es beim Ramman nicht gehabt haben. Ich fände es hier schade, weil das ein grundlegendes Element dieser Figuren ist. Und ich finde es auch klasse, dass es beim Flying Fist He-Man und Terror Claw Skeletor und so weiter ist. Aber jetzt sind wir bei dem. Und deswegen, bei ihm gehört es einfach dazu und bei anderen vermisse ich es nicht. Ich glaube, wir sollten grundlegend einfach dankbar sein, dass wir diese Figuren so bekommen, wie wir sie bekommen. Aber wie sieht es aus? Wie funktioniert das Action-Feature? Und das kann ich euch hier zeigen. Hier seht ihr den lieben Kollegen nämlich mal von hinten, mal ganz davon abgesehen, dass er eine unglaublich schön gesculptete Rückenplatte hat, die viel detailreicher ist, logischerweise und erwartenswerterweise auch, natürlich, wie es in der Vintage-Version war, sehen wir, dass er immer noch mit einem Hebel funktioniert. Dieser Hebel aber nicht mehr am Rücken, sondern am Hinterkopf ist. Ob mir das jetzt so gut gefällt, dass er hinten am Kopf einen Hebel raus hat, das kommt natürlich stark darauf an, wie weit dieser Hebel rausgeht. Aber trotzdem finde ich den Hinterkopf einfach super schön gesculptet. Jetzt werden sich viele von euch fragen, warum ist denn jetzt dieser Hebel da und warum ist der am Hinterkopf? Naja, es ist ganz einfach so, ihr könnt diesen Hebel nicht mehr in den Rücken machen, weil der Kopf einfach ein komplettes 360-Grad-Kugelgelenk hat. Und natürlich kann er keine 360 Grad gehen, aber er hat halt dieses Kugelgelenk. Wie soll das denn funktionieren? Also muss die komplette Technik in den Kopf. Und bei welchem Kopf haben wir mehr Platz als bei ihm? Ja, und da ist genug Platz und deswegen hat man das so gemacht. Ich persönlich bin sehr gespannt, wie weit dieser Hebel da rauskommt. Ich habe per se kein Problem mit dem Hebel, aber wenn der so einen halben Zentimeter da raussteht, könnte das für mich ein bisschen störend sein. Das ist auch einer der großen Kritikpunkte an den 2000X-Figuren, an den ersten 2000X-Figuren mit diesem blöden Dings da hinten raus. Furchtbar finde ich das. Wenn der nur so ganz dezent rauskommt, dann habe ich damit überhaupt kein Problem. Also wir müssen uns einfach überraschen lassen, aber so funktioniert die Technik, dass die Augen hier rauskommen. Einfach großartig, oder? Und er kann den Kopf bewegen und so weiter. Ich bin am Ende des Tages natürlich sehr, sehr gespannt, wie das Ganze ausschauen wird. Und jetzt geht es natürlich noch darum, wie kommt er denn daher? Naja, ich habe es ja schon vorhin gesagt, er kommt tatsächlich wieder erwarten auf ganz normaler Karte. Und hier sehen wir diese Karte. Und ganz, ganz spannend, auch hier wieder nicht das New for 2022, sondern wir haben das 40th Anniversary Holo Sticker Teil obendrauf. Finde ich toll, freut mich sehr. Das ist toll. Montana Evil Spy with the Pop-Out Eyes als Untertitel ist eine US-Karte, ja. Das ist natürlich großartig. Und was wir hier sehen, warum haben wir nicht mehr dieses New for 2022 drauf? Das sind die eigentlichen Karten, die tatsächlich fürs 40-jährige Jubiläum geplant worden sind. Und alles, was davor war, wir haben ja diese Karten, das war halt nicht in dem Jubiläumsjahr. Und das Jubiläumsjahr ging halt nicht am 01.01.2022 los, sondern halt später. Brauchen wir jetzt auch nicht drüber reden, ist halt so. Und wir sehen, wie er hier drin steht. Und ich muss dazu sagen, ich hätte damit nicht gerechnet. Und das sieht man, dass diese Figur sich doch relativ flach auch zusammenstellen kann. Das heißt, wir haben also diese vier Beingelenke, haben sie geschafft, in eine Hüfte reinzupacken, die doch sehr schmal sein muss, also nicht sehr tief sein muss. Ich bin sehr gespannt, wie sie das gelöst haben. Gefällt mir aber tatsächlich, dass er auf einer Standardkarte herkommt. Da sieht man mal, wie eng sich diese Figur machen kann. Also ich finde das klasse. Wir sehen auch hinten dran wieder den Minicomic mit dem Sunman und Achtung, dem 2000X He-Man. Denn auf der einen Seite haben wir das Sunman-Schwert, auf der anderen Seite haben wir das 2000X-Schwert. Ich bin sehr gespannt, was da noch alles auf uns zukommt. Das fühlt sich tatsächlich so ein bisschen nach Multiversum an. Ich bin ja überhaupt kein Multiversum-Fan, ja. Deswegen mag ich auch diese Multiverse-Geschichten von den Masters nicht so besonders. Ich bin aber sehr gespannt, was sie sich dabei gedacht haben oder ob das vielleicht mit Zeitreisen zu tun hat oder. Ich weiß es nicht.
Ich weiß aber eins, wir werden es definitiv herausfinden. Ich bin ganz großer Fan von dieser Figur und ich freue mich darauf. Ich freue mich auch darauf, wenn weitere Horde-Charaktere kommen. Wir haben sie ja angekündigt. Da wird es sicherlich auch noch den ein oder anderen First Look dazu geben. Seid gespannt. Fright Zone, ja oder nein? Und wenn ja, was würdet ihr davon halten, wenn wir einen Drachen haben? Und wie vor allem soll er aussehen? Natürlich haben wir einen Drachen bei der Fright Zone. Blöde Frage, aber wie soll er aussehen? Soll es eine Handpuppe werden oder vielleicht irgendwas anderes? In diesem Sinne, coole Figur auf Standardkarte, freut mich sehr. Ich bin sehr gespannt, wenn er kommt. Freut euch auf das Review dieser Figuren bzw. aufs Unboxing. Und tja, das war der First Look zu Mass of the Universe Origins Mantenna. Ich gehe hier wieder zurück. Und ja, ich muss dazu sagen, das ist eine der Highlights. Neben Leech, neben all den anderen Figuren, die wir in den Announcements quasi gezeigt bekommen haben. Und ich bin sehr, sehr froh, denn das war in der Aufzeichnung mein letztes Video, was ich von 12 Videos über dieses Wochenende gemacht habe. Das war eine ganz schön harte Nummer. Es muss ja auch noch alles geschnitten werden und so weiter. Und ja, es war aber eine ganz, ganz große Freude, diese First-Look-Videos zu machen. Das ist immer sehr stressig, wenn so Sachen rausgekommen sind, weil diese First-Look-Linie oder diese First-Look-Reihe, die ist ja relativ neu. Die habe ich ja bei den Announcements angefangen dieses Jahr. Aber die machen unglaublich viel Spaß und ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen Freude daran. Und deswegen möchte ich mich auch bei euch für eure Zeit bedanken und natürlich, dass ihr hier bei mir auf dem Kanal seid. Vielen Dank, das freut und ehrt mich natürlich auch sehr. In diesem Sinne, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr habt ein paar neue Eindrücke mitbekommen, vor allem auch gerade hier mit der Technik und mit der Karte. Das sind natürlich tolle Informationen, die wir da von Mattel geliefert bekommen haben. Danke für eure Zeit und bis zum nächsten Video, würde ich sagen. Bleibt gesund, bleibt anständig und gute Reise. Tschüss.